Jo moin Leute, willkommen zur NBA Season 2022-2023 Prediction Woche 12, meine ich. Los geht's, alle Spiele live bei Teil 1 von 3 diesmal wieder. Alle Spieler live im NBA League Pass und manche auf der Zone. Los geht's. Heute um 1 Uhr Cleveland Cavaliers. Und da liegt Chicago Bulls 108-132. Dann die Philadelphia 76ers und da liegen die New Orleans Pelicans 112-132. Dann die Charlotte Hornets verlieren gegen die LA Lakers 111-116. Indiana Pacers gewinnen gegen Toronto Maple Leafs 132-126. Dann um 1:30 Brooklyn Nets gewinnen zu Hause gegen San Antonio Spurs 112-108. Dann um 2 Uhr Houston Rockets verliert gegen Dallas Mavericks 123-136. Dann die Minnesota Timberwolves gegen Denver Nuggets 115-123 für die Nuggets. Dann um 4 Uhr Portland Trail Blazers gewinnt gegen Detroit Pistons 112-105. Die Golden State Warriors gegen die Atlanta Hawks 123-108 für die Warriors. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 4.30 Uhr LA Clippers. Und da liegt Miami Heat 121-132. Dann morgen um 2 Uhr Milwaukee Bucks. Glaub live auf der Zone und im NBA League Pass. Milwaukee Bucks gegen Washington Wizards 132-134 für die Wizards. Dann die Oklahoma City Thunder unterlegen die Boston Celtics 102-106. Und um 3 Uhr Utah Jazz gegen Sacramento Kings 110-98 für die Utah Jazz. Und am Donnerstag um 1 Uhr übermorgen Orlando Magic unterlegt OKC Oklahoma City Thunder 105-132. Charlotte Hornets gewinnt gegen Memphis Grizzlies 132-122. Cleveland Cavaliers verlieren gegen Phoenix Suns 111-132. Philadelphia 76ers gewinnt gegen Indiana Pacers 105-99. Dann um 1.30 Uhr New York Knicks schlagen zu Hause in Madison Square Garden die San Antonio Spurs 123-121. Toronto Raptors gegen Milwaukee Bucks 112-136 für Milwaukee Bucks. Dann um 2 Uhr Chicago Bulls gegen Brooklyn Nets 111-116 für die Brooklyn Nets. Herzlichen Glückwunsch.
New Orleans Pelicans gewinnen gegen Houston Rockets 105 zu 102. Minnesota Timberwolves gewinnen gegen Portland Trail Blazers 132 zu 105. Und um 4 Uhr LA Lakers gewinnen gegen Miami Heat 123 zu 117. Die Golden State Warriors schlagen zu Hause die Detroit Pistons 105 zu 98. Und Sacramento Kings gegen Atlanta Hawks 105 zu 123 für die Hawks aus Atlanta. So, das war's von der NBA-Woche. Elf, 12, glaube ich, mit dem Prediction Season 2022-2023 Teil 1 von 3. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergesst kein Abo. Daneben ist das Glöckchen, das nicht vergisst zu aktivieren, da verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel und bis dann. Gut, bis dann, ciao.